Bitte, schieß doch. Ich will nach Hause. Mensch, geh nach Hause, Kackvogel! Mensch, was wollt ihr denn hier? Das ist unser Revier, fast. Ich will hier alleine sein. Geht doch nach Hause. Hey, was ist denn los? Alles abgesucht. Nichts gefunden. Die Pistole haben so viele in der Hand gehabt, von Fingerabdrücken steht da überhaupt nichts mehr. Chef? Ja? Sie hat überhaupt nichts bei sich gehabt. Keine Tasche, kein Ausweis, nur diese Papierblume. Tja, das ist nun alles, was wir haben. Soll die da bleiben, die Blume? Ja. Die muss sogar da bleiben. Na? Was hältst du von dem Mädchen? Ja. Die muss überrascht worden sein. Weil sie sich offensichtlich nicht gewehrt hat. Was sie da anhat. Sieht wie eine Uniform aus. Verrückt, was? Aber die sind ja alle verrückt, wenn sie so jung sind. Wie alt ist denn die? Keine Ahnung. Ja. 16, 17. Hm? Ich verstehe nur nicht, dass sie... Ja? Ich meine, sieht so aus, als ob... Also sag's doch. Ja, sag's doch. Als ob sie lächelt. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, die weiß, wo Gott wohnt. Das ist der Typ. Ja, das sind alle Angaben. Okay. Ja, und am Samstag Fußballplatz? Bayern gegen... So, Chef, wir haben alles. Sibylle Hohner, Fürsorgeheim, Amalienstraße. Sie wird seit 8 Tagen vermisst. Nachts aus dem Fenster. Und du glaubst an deine Verabredung zum Fußball? Na, nicht so laut. Bitte begeben Sie sich wieder auf Ihre Zimmer, ja? Guten Tag, Herr Kommissar. Wir haben Sie schon erwartet. Man hat uns schon durchtelefoniert. Bitte, meine Herren, wenn Sie Platz nehmen wollen. Ich hole sofort Fräulein Seifert, unsere Psychologin. Sie hat sich besonders mit der Mona befasst. Fräulein Seifert? Ja? Holen Sie mir doch bitte mal die Akte, Sibylle Hohner. Was denn? Sie haben sie in Ihrer Tasche? Ja, ich hatte sie mit nach Hause genommen.
Sie wissen genau, dass Akten auf keinen Fall mit nach Hause genommen werden dürfen. Ich interessierte mich dafür, nachdem Sibylle Hohner so plötzlich verschwand. Ich verstehe Sie nicht, Marion. Das verstößt gegen jede Vorschrift. Ja, ich weiß. Bitte entschuldigen Sie. Könnte ich mal die Akten ansehen? Bitte, hier ist sie. Danke. Hat die Sibylle Hohner ein Zimmer oder einen Schrank oder irgendeinen Platz, wo sie ihre persönlichen Sachen aufbewahrt? Sie wohnte in Zimmer 3 mit 9 anderen zusammen. Einzelzimmer haben wir hier nicht. Und auch den Schrank teilte sie mit den anderen Mädchen. Also nichts Abschließbares? Warum abschließbar? Ich dachte, vielleicht sie hätte einen Platz, der ihr allein gehört. Sowas soll es ja geben. Nein. Abschließbares haben wir hier nicht. Sie hat einen Koffer unter ihrem Bett. Ach, hat sie? Ja. Herr Kommissar, ich habe schon alle Mädchen im Esszimmer versammeln lassen. Und sämtliche Sachen der Hohner stehen natürlich zu ihrer Verfügung. Danke. Ja, Harry, dann sieh mal nach, ne? Ja, aber Chef, Sie meinen doch... Ich kann doch nicht darauf gehen. Oh, Harry, Sie werden dich schon nicht auffassen. Warum sind Sie nicht angezogen? Na und? Haben Sie einen speziellen Grund? Ich denke, hier wird nicht mit Zwang gearbeitet. Sie selbst haben doch immer gesagt, dass... Was hat sie gesagt? Die Entfaltung der Persönlichkeit kann nicht über Zwang erfolgen. Schon gut. Schon gut, Bonte. Sie haben Psychologie studiert? Ich bin Psychologin. Und Sie verstehen sich hier mit dem Mädchen? Ja, ich verstehe die jungen Menschen. Aber wir sind nicht hier, um geliebt zu werden, sondern um ihnen zu helfen. Ja, ja. Die Polizei untersucht den Mord an Sibylle. Das ist Frau Bonte. Sie war mit Sibylle Hohner befreundet. Und diese Mädchen haben alle in einem Saal mit Fräulein Hohner geschlafen. Sie waren also mit Sibylle Hohner befreundet? Ja, dicke. Haben Sie den Koffer von Sibylle runtergebracht? Ja, da. Da. Er ist zu. Gibt's einen Schlüssel? Ich weiß nicht, wo sie den Schlüssel hatte. Ja, ein bisschen näher. Weiß ich nicht. Wer sind die denn? Die schießt man doch. Schießen? Ja, auf Schießstellen. Weiß ich nicht. Wussten Sie denn, dass sie diese Blumen hier im Koffer hat? Ja. Ja, irgendwas muss sie doch gesagt haben. Sie sind hübsch. Bitte, Herr Kommissar, wenn Sie sie verhören wollen, sie weiß nämlich manches, vor allen Dingen die Namen der Männer, die die Hohner gehabt hat. Mir fällt überhaupt nichts ein. Bonte. Die Luft ist hier zu trocken. Was ist? Auf einmal ist dir die Luft zu trocken? Die Luft ist wirklich etwas trocken hier. Kann ich Sie mitnehmen? Ja, Herr Kommissar, eigentlich... Also gut, wenn Sie wollen... Aber verlassen kann sie das Haus nur unter Aufsicht. Fräulein Seifert? Warum nehmen Sie den Bonnie mit? Bist du verhaftet? Bei so einem Süßen hätte ich auch nichts dagegen. Ihr Feiglinge!
was meinst du? Wo fahren wir hin? Ja, wieso? Ich denke ins Büro. Ich glaube nicht, dass dir das Spaß machen würde. Wo wollen Sie denn hin? Hm? Ich? Ja. Ich würde gerne ein Bier trinken. Ja. Aber Alkohol ist uns ja nicht erlaubt. Ich glaube, das ist jetzt nicht wichtig. Nicht wichtig, auf einmal nicht wichtig. Ja, Sie kriegen Ihr Bier, nur müssen Sie wissen, wo Sie es trinken wollen. Naja, da war ich lange nicht. Ich hab's gerne, wenn man das Bier nicht nur trinkt, sondern auch riecht. Sind Sie eigentlich öfter hier gewesen? Hier oder woanders? Ist doch egal. Billy auch? Billy? Oh. Sind Sie schon mal mit dem Floß die Isar runtergefahren? Ja. Billy und ich oft. Musik, Bier und getanzt haben wir auch. Und dann sind wir ins Wasser gesprungen und nebenher geschwommen und wieder rauf und weiter getanzt. Billy konnte gar nicht genug kriegen vom Tanzen. Und überhaupt von allem. Er konnte sich gar nicht wehren gegen die alle, die von ihr was wollten. Wissen Sie, was Billy für eine Figur hatte? Um genau festzustellen, wie jemand gestorben ist, muss man da... Ja, das muss man. Sie meinen Autopsie? Also Leichenöffnung. Aber Sie haben doch selber gesagt, es war ein Schuss ins Herz. Da braucht man doch nicht... Doch. Das braucht man. Kann ich mal sehen, wo sie gestorben ist? Das Mädchen hat hier gesessen. Und der Mörder stand ungefähr da, wo Sie jetzt stehen. Zumindest in der Richtung. Dann fiel der Schuss. Und Ihr Körper bekam eine Drehung, stieß hier vermutlich dagegen und fiel so hin. Zumindest haben wir Sie so gefunden. Der Mörder rannte weg. Und ein Mann lief hinter ihm her. Hat er ihn gesehen? Nein, oder nur ungefähr. War es ein Mann oder eine Frau? Er konnte keine genaue Beschreibung machen, obwohl der Mörder ganz nah war. Er hat auf ihn gezielt. Auf wen gezielt? Ja, auf den Mann, der hinter ihm herlief. Aber die Pistole versagte und das hat ihm das Leben gerettet. Kann ich eine Zigarette haben? Sag Ihnen, mit wem sie zusammen war. Ja? Kann ich ruhig sagen. Ein paar Leute, die suchen Sie doch. Namen, die in Frage kommen, die suchen Sie doch. Ja. Aber ich gehe nicht wieder ins Heim. Wenn ich wieder zurück muss ins Heim, sage ich kein Wort. Ich werde versuchen, das durchzusetzen. Es wird wahrscheinlich gehen, wenigstens für ein paar Tage. Wenn ich die Verantwortung übernehme. Wenn ich dabei bin. Gut. Aber erst muss ich das wissen. Sie können bei mir wohnen. Sie auch, Frau Seifert, wenn Sie wollen. Ja? Wirklich?
Dr. Winkelmann-Herzog-Park. Dr. Winkelmann. Bruna? Ich glaube, ich habe da was gelesen. Ein Mord, stimmt das? Ja, das stimmt. Ah, ich habe es gerade zufällig gelesen. Auf einem Autofriedhof irgendwo. Ja. Herr Freund Braun, Sie können gehen. Danke, ich brauche Sie nicht mehr. Kann ich Ihnen irgendetwas anbieten? Nein, danke. Im Moment nicht. Also wenn es darum geht, ich kenne das Mädchen, allerdings nur ganz flüchtig. Wie kommen Sie zu mir? Gibt es irgendeinen Grund, der Sie ausgerechnet zu mir kommen lässt? Ich habe das Mädchen 2-3 Mal gesehen und wie gesagt... Ganz flüchtig. Herr Winkelmann, wo waren Sie gestern Vormittag gegen 9 Uhr? Wo ich? Ja, das ist eine ganz einfache Frage. Wo waren Sie gestern Vormittag? In meinem Büro. Bin jeden Morgen um 9 Uhr in meinem Büro. Schon in Ordnung, Doktor. Ich brauche nur jemanden, der das bestätigt. Bestätigt? Wieso denn? Wozu denn? Moment, gestern sagten Sie, gestern Morgen, ja, richtig. Ja, da war ich nicht in meinem Büro, ich war unterwegs, ich kam etwas später. Ich machte einen Geschäftsbesuch. Ach Gott, man muss manchmal tatsächlich überlegen. Ja, ich kenne das. Das ist doch nur eine Formsache. Was? Wenn Ihr Geschäftspartner Ihren Besuch bestätigt. Ja, aber das geht leider nicht, weil ich traf ihn nicht an. Er war nicht da. Dann haben Sie also für die Zeit um 9 Uhr kein Alibi? Alibi? Was auch nichts bedeutet, Herr Winkelmann. Nur würde ich dann doch ganz gerne mehr wissen über Ihre Beziehung zu Sibylle Brunner. Na, wie wär's? Möchten Sie nicht aussteigen? Sagen Sie mal, Herr Kommissar, was soll ich denn ausgerechnet hier, in diesem Lokal? Na, kommen Sie. Herr Doktor. Bist du platt, was? Hast du gedacht, die ist im Heim? Und gut, dass sie drin ist, was? Ich rede ja nicht. Das wusste ich nicht. Tut mir sehr leid, aber... Was sind das für Leute? Darf ich vorstellen? Das ist Kommissar Keller. Das ist mein Assistent, Harry Klein. Und das ist Fräulein Seifert, Diplompsychologin. Sie hat Bonnie begleitet. Warum hast du das gesagt? Du hast doch meinen Namen erwähnt. Das warst du doch. Warum sprichst du nicht laut? Ja, das war ich. Die Herren sollten wissen, mit wem Billy zusammen war. Und da habe ich gesagt, Dr. Winkelmann-Herzog-Park. Also, Sie waren mit Sibylle Hohner befreundet? Befreundet? Was heißt das? Ich habe sie gekannt, kennengelernt, ganz, ganz zufällig auf einem Isar-Floß. Die beiden, Billy und Bonnie, lagen im Gras und ich wollte nur mal zusehen, wie die alle das Floß bestiegen. Das war eine sehr lustige Sache. Ich sagte, Billy, hey, du! Moment mal! Sie hat sie gesagt. Sie! Ja, wollen wir da mitmachen? Da haben wir mitgemacht. Es war wirklich sehr lustig. Die Musik, Bier wurde getrunken, getanzt wurde auch. Es war eine vollkommen harmlose Sache. Ja, vollkommen harmlos.
Diese Melodie liebte Billy. Wir haben mitgemacht. Es war wirklich lustig. Musik, Bier, getanzt wurde auch. Bonnie. Ja? Bitte? Nichts. Sag mal, was war abends? Wie abends? Abends. Was soll denn da gewesen sein? Billy hat's mir noch erzählt. Er hat sie nämlich mitgenommen. Und sie haben ganz fein zu Abend gegessen. In einem ganz feinen Hotel. In diesem nämlich. Und sie haben eine ganz feine Nacht verbracht. Ja und? Das wollte sie doch, genau das. Was habt ihr euch doch vorgenommen? Ihr habt mich gesehen und habt gesagt, den! Ach, den! Den! Ausgerechnet der! Der und Billy! Du bist ein Lump! Das mach ich nicht länger mit. Das sind doch Ruhren sind das doch! Wo kommt ihr denn her? Fürsorge, Erziehungsheim! Billy hat den nämlich geliebt. Ach was! Geliebt, wenn ich sowas höre! Kleider wollte sie haben! Es stimmt! Es stimmt, was Bonnie sagt. Billy hat sie geliebt. Woher wissen Sie denn das? Und meinen Namen hat sie erwähnt? Ja. Winkelmann. Dr. Winkelmann. Warum sagen Sie das denn erst jetzt? Ich kann doch nicht alles ausplaudern, was die Mädchen mir anvertrauen. Außerdem, ich kam gar nicht darauf, dass dieser Dr. Winkelmann, von dem Billy sprach, in irgendeinem Zusammenhang mit dem Mord stehen könnte. Glauben Sie das denn jetzt? Ja. Die Isa hat's ihm nämlich angetan. Angst hat er gehabt, dass man ihn sehen könnte. Anderswo nämlich. Aber an der Isar, da gefiel's ihm. Und den alten Autos, da gefiel's ihm. Im dichtesten Gebüsch, da gefiel's ihm. Ach, Herr Kommissar, das ist eine Lüge, ist das! Dieses Mädchen versucht etwas, versucht mich fertig zu machen. Diese Person ist doch ganz und gar unglaubwürdig. Die ist doch aufgewachsen in Lüge, in Betrug. Kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Gericht eine Aussage einer so notorischen Lügnerin auch nur den geringsten Wert beimessen wird. Finden Sie nicht? Finden Sie doch auch! Wenn Sie mir nur sagen könnten, wo Sie gestern um 9 Uhr waren. Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, Herr Kommissar, dass ich... Ja, Sie sagten, Sie waren bei einem Geschäftsfreund, der nicht da war. Ja. Büro, Wohnung, wo war's denn? In seinem Büro. Nein, in seiner Wohnung war ich, weil... Aber niemand hat Sie gesehen. Nein. Herr Kommissar, ich habe nie in meinem Leben eine Pistole besessen. Was willst du da? Möchtest du mich jetzt auch umbringen? Bonnie! Können Sie das nochmal sagen? Was ist denn jetzt zu tun, Herr Kommissar? Muss ich mich zur Verfügung halten oder wie nennen Sie das? Darf ich nach Hause fahren? Jetzt? Ja, Sie können nach Hause fahren. Ich melde mich dann. Zurück. Tja, Sie wollten ja ein paar Tage haben, ne? Ja, die kriegen Sie auch. Sie können beide bei mir zu Hause schlafen. Jetzt? Ich will noch nicht. Wie spät ist es? 3:30. Sagen Sie mir Ihre Adresse, ich komme dann später. Ich schwöre Ihnen, dass ich komme. Ah, Sie wollen alleine los. Ja, das ist gegen die Abmachung. Was wollen Sie denn gern machen jetzt? Umgehen. Einfach umgehen. Darf ich das nicht? Doch.
Doch, ja, das dürfen Sie. Sie bekommen sogar einen sehr reizenden, ständigen Begleiter. Es würde mich interessieren, wo Sie rumgehen wollen, Bonnie. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Harry. Wenn ich mal heirate, möchte ich ein Haus haben. Und einen großen Garten. Und einen weißen Hund. Nein, zwei weiße Hunde. Ungarische Hirtenhunde. Aber das hat doch Billy gesagt. Das mit den Hunden, das mit dem Haus. Das hat doch Billy gesagt. Tja, wenn Sie das sagen, muss es ja stimmen. Was macht die denn da? Weiß ich nicht. Na, Bonnie, was bekommst du? Ich hab kein Geld. Schon wieder kein Geld? Bonnie. Pardon? Dann krieg ich einen Whisky. Zwei. Oh, entschuldigen Sie, was trinken Sie? Klaren. Einen doppelten. Sie trinken Schnaps? Ich werde verrückt. Die Seifert trinkt Schnaps. Na und? Ich habe richtig Lust darauf. Jetzt. Bitte? Na, man scheint Sie ja zu kennen. Ich glaube schon. Ja, Billy hat mir erzählt, dass Sie meistens in diesem Lokal war. Und manchmal abends hat sie sich hier einschließen lassen. Das wissen Sie auch? Und das ist Bromichel, der Kellner. Ja. Wenn Billy und Bonnie nicht wussten, wohin, dann hat er sie hier schlafen lassen. Unterm Tisch. Warum hat die Ihnen alles erzählt? Nicht alles, Bonnie. Nicht alles. Kann ich mal einen Groschen kriegen? Was? Einen Groschen. Zum Telefonieren? Nein. Ach so. Teekanne, der war schon drei Tage nicht hier. Ja, und jetzt geht unser Happening weiter mit der Festivität. Hast du Teekanne gesehen? Nein.
Meinen Sie, dass sie abhaut? Ich hoffe nicht. Ja, Sie machen mir Spaß. Da merken Sie denn nicht, wie unglücklich sie ist. Was glauben Sie denn, wie unglücklich mein Chef aus der Wäsche guckt, wenn er erfährt, dass sie nicht mehr hier ist? Sie sucht einen gewissen Teekanne. Hände hoch, kannst du mal nehmen, warum nimmst du nicht? Du weißt doch, worauf es mir ankommt. Komm, steck's weg. Sehen Sie sich das mal an. 1000 Mark hat er mir gegeben. 1000 Mark sind das! Ich denke nicht laus, der Affe. Zieht er plötzlich Geld raus. Wofür kriege ich denn das? Ich? Geld? Was soll ich dafür tun? Gar nichts sollst du tun! Gar nichts! Wieder rennen. Sehen Sie sich das mal an. $1000 zahlt er. Für Billy. Wer? Dr. Winkelmann. Herzog. Der war nämlich gestern kurz vor 9 in der Malienstraße und hat gehupt. Da ging ich ans Fenster und da fragt er mich, wo ist Billy? Ich sag ihm, bei den alten Autos an der Isar. Kennst doch den Platz. Können Sie das beschwören? Ich meine, geht es überhaupt, sich zu unterhalten, so über die Straße? Ja, das geht. Und sie tun es, obwohl es verboten ist. Die König darf das nicht sehen. Wenn die König das sieht, dann kocht der Ofen. Bonnie, wollen Sie Ihre Aussage wirklich beschwören? $1000 zahlt er für Billy. Halten Sie mal an. Haben Sie Teekanne gesehen? Nein. Warum laufen Sie mir die ganze Zeit nach? Ich bin doch nur beruflich neugierig. Das Badezimmer ist gleich hier. Vielen Dank, danke. Ja, man kann von zwei Seiten rein. Wenn Sie es benutzen, dann riegeln Sie nur die andere Tür ab. Ja, natürlich. Und dass Sie nicht vergessen, die Tür wieder aufzuriegeln. Nein, natürlich nicht, danke. Ja, Handtücher habe ich Ihnen schon rausgelegt. Das ist aber sehr nett, danke. Ja, wenn irgendwas fehlt, dann sagen Sie es nur. Gerne, vielen Dank. Franziska, wie soll ich dir das erklären? Es ist Ach, bitte einfach... lass mich doch. Entschuldige. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Bonnie, warum ziehst du dich wieder an? Warum? Was will ich Ihnen sagen? Was habe ich hier mit diesen Leuten zu tun? Hier, hier. Ha. Gucken Sie sich das mal an.
Bonnie. Das, das. Bonnie. Hier. Eine Bügelmaschine im Schlafzimmer. Da schlafe ich doch lieber in der Amalienstraße. Ich will weg. Aber zuerst willst du doch Dr. Winkelmann vernichten. Sagen Sie das nochmal. Ich will weg! Ich will weg! Tja, das lässt sich einrichten. Aber erst werden Sie mir ein paar Fragen beantworten. Dr. Winkelmann war also gestern Morgen vor dem Heim. Ja. Wann war das? 8:30. Und wie machte er sich bemerkbar? Er hupte. Er hupte? Sie kennen also die Hupe seines Wagens so genau? Er kam ja öfter. Er hupte immer. Ich kannte seine Hupe. Schön. Also gestern Morgen vor dem Heim hupte Dr. Winkelmann. Sie gingen ans Fenster. Und was wollte er? Er rief rauf und fragte, wo ist Billy? Und ich sagte, sie ist bei den alten Autos an der Isar. Und er sagte danke und fuhr gleich los. Ja, haben Sie dafür einen Zeugen? Zeugen? Ja, einen Zeugen. Ja, mich. Was? Ich kam in den Schlafsaal und hörte das Hupen. Außerdem wusste ich, dass Dr. Winkelmann manchmal in seinem Wagen vor dem Haus saß und hupte. Das wussten Sie? Na also. Sie haben gedacht, ich lüge, was? Diesmal nicht. Er sagte... Danke, Bonnie. Ich fahr gleich los. Danke, sagte er. Haben Sie das auch gehört? Ja. Na also. Warum soll er Sie denn erschossen haben? Gestern Morgen um 9. Also, was meinen Sie? Was ich meine? Das weiß ich doch nicht. Ja, aber Sie sind doch davon überzeugt, dass er es getan hat, ne? Wenn er losfuhr und es war 8:30 und um 9 ist Billy tot, liegt da und hat sich jemand ins Herz geschossen. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen? Nein, ich will nichts, gar nichts, überhaupt nichts! Ja, ich weiß, Franziska, aber in dem Alter warst du auch nicht leise. Herbert. Ja, Chef. Dann scheint Dr. Winkelmann wirklich der Mörder zu sein. Wenn das stimmt, was Bonnie sagt. Und die Seifert sagt es ja auch. Und die lügt doch nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Fühlst du dich bequem hier auf meinem Tisch? Hm? Ja, ja, sehr bequem. Ja, freut mich. Und dann der Bestechungsversuch. Er gibt Bonnie 1000 Mark. Ja, der Mann muss eine schreckliche Angst haben. Du magst ihn nicht, was? Ja. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Na ja, man kann sich einfach nicht vorstellen, dass dieser Mann etwas mit Papierblumen zu tun hat. Und dann noch etwas. Teekanne. Ach ja, Teekanne. Ja, wer ist das? Was ist das? Ist das ein Name? Das ist wichtig, Harry. Hm? Ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste. Also ich weiß nicht, was in euren Köpfen vorgeht. Ich weiß nur, dass das Mädchen unglücklich ist. Ja, siehst du das nicht, Herbert? Siehst du nicht, wie unglücklich sie ist? Ich freue mich, dass du nicht weggelaufen bist, Bonnie. Und ich freue mich, dass Sie gehört haben, wie er hupte. Wie er raufschrie, wo ist Billy? Ich dachte schon, der Kommissar glaubt mir nicht. Wenn der überlegt, wem er glauben soll, habe ich keine Chance. Er glaubt mir doch nicht. Warum sollte er dir nicht glauben? Aber Sie waren ja dabei. Ja, ich war dabei. Jetzt muss er den doch hopp nehmen. Er kann doch gar nicht anders, oder? Nein. Er muss ihn wahrscheinlich verhaften. Macht er mal alles mit. Eine Zelle. Eingesperrt. Dann kann er gegen die Wand rennen. Und sein Auto kann er sich an den Hut stecken. Billy war gut für ihn im Bett. Und dann sagt er wieder, du Hure, warst doch im Gefängnis. Können Sie verstehen, warum Billy den mochte? Sie mochte den. Ich sag, tret ihm in den Hintern. Sie mochte ihn. Warum? Tja. Warum? Billy hatte keinen Vater. Und wie sie einen hatte. Der war so, dass sie für alle Zeit von sowas genug hatte. Aber Billy konnte mit jüngeren Männern nichts anfangen, nicht wahr?
kann ich auch nicht. Oh, im Bett muss man schlafen. Am Bauch liegen und schlafen, schlafen, schlafen. Bonnie, zieh dich aus. Versuch zu schlafen. Ach, ich kann aber nicht. Ich schlaf nicht eher, bis der im Zuchthaus sitzt. Ich hab zu Billy gesagt, sieh mal, siehst du das denn nicht? Der will doch nur eins von dir. Und sonst ist der wie ein Stein in der Isar. Na, und ist ein Stein in der Isar was wert? Und jetzt hat er sie umgebracht. Nein, Bonnie. Du weißt, dass er es nicht war. Er hat mir mal gesagt, wenn ich Billy nicht mehr kriegen kann, dann bringe ich sie um. Wie denn? Womit denn? Sagt, ich habe eine Pistole. Was? Du willst eine Pistole haben? Dann hat er sie mir gezeigt. Das war eine Walter. Sagt, die ist ja ganz verrostet. Sagt er, die ist aus dem Krieg. Sag ich, wenn die verrostet ist, dann funktioniert die ja nicht mehr. Die funktioniert schon, sagt er. Wie willst du sie denn umbringen? Ich schieß sie ins Herz. Bonnie! Das beschwöre ich. Das beschwöre ich. Bonnie! Bonnie, such dich. Wir schaffen. Aber Chef, das Mädchen macht eine eindeutige Aussage. Dr. Winkelmann war am Mordtag vor dem Heim in der Amalienstraße um 8:30. Er erfährt, wo diese Sibylle Hohner zu finden ist, bei den alten Autos an der Isar. Er fährt los. Er muss gegen 9 Uhr da gewesen sein. Länger als eine halbe Stunde braucht man nicht bis dahin. Ist das falsch? Und? Dann sagt dieses Mädchen weiter aus, Winkelmann habe ihr gesagt, er werde Billy erschießen. Er hat ihr die Pistole gezeigt. Eine Walter PP-765, verrostet. Diese. Das ist eine Walter PP-765. Sie ist verrostet. Das konnte das Mädchen nicht wissen und deswegen sagt sie die Wahrheit. Ist das falsch? Nein. Aber daraus resultiert doch klipp und klar, das Mädchen kennt die Mordwaffe. Das Mädchen kennt den Mörder. Und das ist der, bei dem sie die Waffe gesehen hat. Ist das falsch? Nein. Aber sie sagt, Winkelmann sei es gewesen. Und sie geht nicht davon ab. Sie lügt. Das Mädchen lügt. Ich schwöre Ihnen, Herr Kommissar, das Mädchen lügt. Ja, schwören will sie auch. So, schwören will sie auch. Ich glaube, da ist doch wohl ein Unterschied, wenn sein Mädchen schwört und wenn ich schwöre. Ja, die Glaubwürdigkeit spielt vor Gericht eine Rolle. Ja, und doch wohl auch, wo jemand herkommt und was jemand ist. Wahrscheinlich. Dann lasst sie schwören. Das Mädchen kommt aus der Gosse, die ist doch in Dreck und Lüge aufgewachsen. Da stehen doch zwei Welten gegeneinander. Sicher. Haben Sie mal die häuslichen Verhältnisse erklären lassen? Nein. Na, Mahlzeit. Besten Dank, sage ich da nur. Der Mann, der seine Frau auf den Strich schickt. Welcher Mann? Ihr Vater, Bonnies Vater. So sieht das nämlich aus. Aus der Ecke kommen die her. Billy auch? Ist nicht viel besser. Sagen Sie, dann verstehe ich nicht ganz Ihre Beziehung zu Billy. Verstehen Sie nicht? Nein. Wenn es sich um zwei so verschiedene Welten handelt. Herr Kommissar, das ist eine Sache, die man nur als Mann verstehen kann. Wenn Sie sich mal auf den Standpunkt stellen. Sie sind geschieden, nicht wahr? Ja, seit 5 Jahren.
Sie werden das verstehen. Ich meine, man nimmt, was einem angeboten wird. Und es wurde angeboten. Kräftig angeboten. Billy, meinen Sie? Billy? Ach, darüber sprechen wir noch. Hat angeboten, sagen Sie. Ein junges Mädchen, Herr Kommissar. Blendend gewachsen. Jung, hübsch. Und nicht im geringsten schüchtern will was von mir. Zeigt es ganz deutlich. Macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass es etwas von mir will. Kommissar, ich meine, Idiot bin ich ja nun auch nicht. Das Angebot habe ich natürlich angenommen. Wie gesagt, ich bin ja kein... Kein Idiot. Das war ja auch ganz reizend. Es war im gewissen Sinne eine wundervolle Sache. Unerwartet. Von mir aus völlig unerwartet. Ich habe, sage ich Ihnen, das werden Sie doch verstehen, ich meine, ich habe das Ganze genossen wie ein Geschenk. Ausflüge, Baden. Ich bin richtig jung dabei geworden. Aber? Wie bitte? Ja, Sie sagten aber. Na ja, ich habe natürlich keinen Moment lang vergessen. Ich meine, vergessen können schließlich, wo sie herkam. Sie wollte wohl zu viel. Ich weiß nicht, was sie wollte, aber sie wollte mehr als das. Dabei bekam sie ja von mir, was sie wollte. Kleidung, Schuhe, alles Mögliche. Wir haben uns dann getrennt. Habe Billy 2 Monate lang nicht mehr gesehen. Die Sache, die nahm einfach eine falsche Entwicklung. Herr Kopp. Warum sind Sie eigentlich am Mordtage in die Amalienstraße gefahren? Weil, Gott, Herr Kommissar, ich wusste, dass Sie dort gewesen waren. Was typisch ist. Ein Alter wieder straffällig geworden, rückfällig. Ungestreut sich herumgetrieben und wieder gelandet, wo sie hergekommen war. Fürsorge. Ja, aber Sie haben mir noch nicht die Frage beantwortet. Warum sind Sie am Mordtage in der Amalienstraße gewesen? Ja, weil ich von Bonnie erfahren wollte, wo Billy ist. Warum? Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil sie wieder geil auf Sie waren. Na und? Ich habe von Bonnie erfahren, wo Billy ist. Warum? Woher sie wusste, wo Billy ist, das weiß ich nicht. Darum sollten Sie sich mal kümmern, Herr Kommissar. Ich wurde zu diesem Autofriedhof und, naja, das andere, das wissen Sie ja. Wie heißen Sie? Er sagt es nicht. Er spricht nämlich nicht mit uns. Die Teekanne ist das Einzige, was er besitzt. Deswegen nennen Sie ihn so. Und wem gehört die? Ihm. Es ist die Sorte Blume, die wir bei der Toten gefunden haben. Bald ist unterwegs. Es gibt einen Laden, wo die verkauft werden. Ich denke, wir haben den Mörder, Chef. Wir dachten, Chef... Ja, schon gut. Gut geschlafen? Nicht besonders. Und Sie auch nicht? Nein, weil... Ja, ich verstehe. Sie kennen ihn also doch. Ja, und? Was denn? Das heißt doch nichts.
Was meinen Sie, wen Billy und ich alles kennen? Wir sind doch rumgerannt durch ganz München. Manchmal haben wir nicht gewusst, wo wir nachts schlafen sollen. Das heißt doch nichts. Er kann uns doch kennen. Kann doch mich kennen, Billy kennen. Na also. Ja, aber die kennen Sie doch auch, ne? Habe ich ja gesagt. Und bei wem haben Sie sie gesehen? Das habe ich ja gesagt. Dr. Winkelmann haben Sie sie gesehen, aber das muss ja nicht stimmen. Wieso nicht? Vielleicht haben Sie sich geirrt. Nein. Und haben Sie ganz woanders gesehen? Wo denn zum Beispiel? Bei ihm. Bei ihm? Ich habe sie bei Winkelmann gesehen. Der hat sie mir gezeigt. Da habe ich sie gesehen. Ich schwöre. Das schwöre ich. Ja, ja, schon gut. Billy kannte also diesen jungen Mann. Habe ich ja gesagt. Fräulein Seifert? Ja, ich weiß, dass sie ihn kannte. Was? Sie wieder? Wieso? Wieso wissen Sie das? Sie hat es mir gesagt. Was hat sie gesagt? Dass sie ihn kennt. Den, der immer eine Teekanne bei sich hat. Was wissen Sie denn noch alles? Ich glaube, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, ich kann nicht gegen das Vertrauen handeln, das die Mädchen mir entgegenbringen. Aber eins scheint mir sehr wichtig, Herr Kommissar. Billy hat mir vieles erzählt. Von diesem jungen Mann, von sich, von ihrer Beziehung zu ihm. Eine Sache wie Mord scheidet da vollkommen aus. Da hören Sie's. Ja, weil... Wissen Sie es? Es waren sehr nette junge Leute. Beide. Er und sie. Obwohl man sie kaum auseinanderhalten konnte. Sie waren stundenlang hier. Vielleicht auch, weil es draußen zu kalt war. Und hier war es warm. Sie saßen hier ganz ruhig und kramten in den Papierblumen herum. Wissen Sie, die Dinger taugen ja nicht viel. Das ist so wertloses Zeug. Also mehr für Dekorationen und so. Aber andererseits ganz hübsch. Sehen Sie mal, die Farben. Wenn man das sieht, also dann ist das ja ganz nett. Ich habe sie ihm geschenkt, weil so ein Artikel geht nicht recht und blockiert mir alles. Ist Kollege Keller anwesend? Er ist drin. Hallo, Keller. Ja, Hane, was gibt's denn? Bei uns wurde heute Morgen ein Einbruch gemeldet. Vielleicht wird Sie das interessieren. Ja? Waffengeschäft in der Bayerstraße. Eine Pistole wurde gestohlen und eine Schachtel Munition. Der Täter ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Gammler. Der war nämlich schon nachmittags da. Und interessierte sich auffällig für Pistolen. Mhm. Er hatte keinen Waffenschein. Natürlich nicht. Und auch kein Geld. Aber er war wie verrückt nach so einem Ding, sagt der Inhaber. Könntest du ihn mir beschreiben, ja? Lange Haare und er hatte eine Teekanne unterm Arm. Verrückt, was? Bitteschön. Dankeschön. Das ist nett von dir. Und nochmals vielen Dank, Arne.
Pistole? Der kann doch keine Pistole bei sich haben. Wir heulen vor Freude. Aber ich habe ihn doch durchsucht, er hatte so gut wie nichts in seinen Taschen. Und die Teekanne? Ja, groß genug. Aber eine ganz andere Frage ist, was will er damit? Auf Winkelmann schießen. Dieser nette, sanfte junge Mann, der Papierblumen liebt, der geht nachts hin und bricht ein? Und wie überhaupt? Hat er die Scheibe eingeschlagen? Na, ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er unbedingt eine neue Pistole haben wollte. Ach, ich verdammter Idiot, natürlich. Hier, diese alte verrostete Pistole ist das ganze Geheimnis. Der Junge hat Billy erschossen. Und dann hat er nicht mehr versucht, auf seine Verfolger zu schießen, sondern auf sich selbst. Ja. Es war also kein Mord. Es war Selbstmord. Und es sollte ein Doppelselbstmord werden. Ja, aber diese alte, verrostete Pistole hat versagt. Und jetzt hat er eine neue. Ja. Fahrbereitschaft? Sofort zwei Wagen, Tor 1. Bonnie. Bonnie.